Moin moin und willkommen zur 203. Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Tja, wir sind mal wieder in Novigrad unterwegs. Haben mal so quasi ein bisschen Stiftstaff noch gemacht. Also ein bisschen verkauft und ja, sollen jetzt Verbündete sammeln. Aber bevor wir das Ganze tun, wollen wir natürlich noch ein bisschen was machen. Also was ich jetzt auf jeden Fall einmal machen möchte, ist hier... Das ist ein Fragezeichen, was ich jetzt schon mal markiert habe in der Zwischenzeit. Angucken. Schauen, ob wir da jetzt endlich mal hinkommen. Aber ich glaube nicht, dass sich da groß was geändert hat, ehrlich gesagt. Aber egal, wir schauen einfach mal. So, und dann würde ich sagen, von der Eiche aus. Ja. Ich glaube, von der Eiche aus sollten wir mal gucken. Ja, und wenn wir das nicht machen oder schaffen oder gemacht haben, alle drei Möglichkeiten sind möglich. Ja, was? Wie? Wo? Wann? Danach werden wir auf jeden Fall zum Kaiser. Alles gut? Was geht denn hier auf einmal ab? War das schon immer so extrem? Also ich weiß, dass hier immer Sounds waren, aber so extrem? Ist das der Waldschrat? Man weiß es nicht. So, ich möchte auf jeden Fall da oben erstmal hin. Da oben so. Da waren wir ja schon mal irgendwie hin, aber irgendwo kamen wir da nicht weiter. Da waren wir da nicht ganz raufgekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Na, komm schon, schaffen wir das hier? Das müssen wir doch noch schaffen. Da wird's kritisch. Genau, da waren wir nämlich nicht hochgekommen. Das war nämlich das Problem. Was ist mit hier? Ach, vielleicht sollten wir gleich mal eben einmal speichern. Am besten jetzt. Mal gucken. Ob wir da irgendwie hochkommen. Ob hier ein Höhleneingang noch ist oder so. Also irgendwas muss ja hier sein. Na, hier sieht das doch relativ eben aus. Moment, was ist denn hier? Das sieht sehr merkwürdig aus. Nö, alles gut. Was haben wir da? Lode Kuh. Aber alles gut soweit mit. Nee, ich würde sagen, wir sollten nochmal gucken, dass wir da hochkommen. Scheint ja nichts zu sein. Oh, hier wird's wieder kritisch. Nope, da will er nicht hoch. Ne, das wird nichts. Wie kommt man da hin? Was ist da? Das ist so weit weg. Da möchte ich gar nicht groß hin. Ich möchte nur rum. Ne. Okay, also da dürfen wir gar nicht hin. Los, los! Also wenn dann... Dip, 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 dreh rum. Wenn dann hier rum. Was könnte da denn sein? Also da ist ja irgendwie... Ah, schade. Ich dachte, wir kommen da jetzt rauf. Ah, mit ein bisschen Glitschikowski wäre das wahrscheinlich irgendwann mal was. Aber, ja, ewig dauern, bis wir es schaffen. Das hatten wir gerade fast geschafft. Was ich gerade sage. Komm schon. Komm schon. Mach hopp. Mach hopp. Du schaffst es. Schaffen wir es vielleicht ohne Pferd. Komm schon. So nur ein Stück. Ganz kleines Stück. Ganz kleines Stück. Okay, das scheint eine Mauer zu sein. Seht ihr das? Da ist eine Mauer. Okay. Gut zu wissen. Das ist schon mal echt gut zu wissen. Das heißt, wir kommen da gar nicht hoch. Alles klar. Das heißt aber auch im Gegenzug, es muss hier irgendwo... Ja, das muss doch mit dem Höhleneingang zu tun haben. Das kann doch gar nichts anderes mehr sein. Wenn ich mir das so überlege. Na, sterben wir? Ich würde, wir sterben. Okay, da sollten wir vielleicht wirklich nicht runter. Das ist dann doch ein bisschen zu hoch. Hier ist okay.
Ihr macht das Pferd auch mit. Kein Problem. Ah, Glitchmeister. Glitchmeister 12.000. Na komm. Ich weiß, du schaffst das. Genau, langsam, langsam. Eigentlich schnell, schnell, aber gut. So, Höhleneingang. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Du warst hier irgendwo in der Nähe. Hm. Wo haben wir dich? Da unten, war? War das? Ich glaube schon. Ah. Nee. War denn? Hm. Aha. Na komm. Müssen wir da jetzt schwimmen? Mann. Na gut. Müssen wir halt ein kleines bisschen schwimmen. Oh, kommen wir hier hoch? Nice. Dann sparen wir doch schon mal ein bisschen Weg. Da haben wir einen Höhleneingang. Ja, genau. Da kommen wir nicht hoch. Ah. Das ist ein bisschen blöd. Ach du Scheiße. So einfach ist es. Na toll. Na toll. Also wenn es das ist, dann... Narf. Ich glaube schon. Naja. Gucken wir einfach mal. Scheint auf jeden Fall ein bisschen weiter zu sein. Ja, wir nehmen mal den hier. Das sieht gut aus. Oh ja. Yep. Das sieht gut aus. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Schauen wir uns mal um hier. Hm. Da kommen wir wohl so nicht hoch. Oder? Ich glaube nicht. Nee. Ist auch nix. Sicher? Okay. Also den anderen Weg. Na gut. Auch kein Problem. Und hopp. Ja. Ich soll auf den richtigen Knopf drücken. So. Ach, das geht noch weiter? Nee. Dachte schon. Ah, drücken wir mal die Daumen. Dass da auch wirklich noch irgendwas ist. Dunkel hier. Ja. So. Falsche Richtung. Nach oben, nach oben, nach oben. Nach oben, nach oben. Hä? Oder auch nicht. Okay. Hm. Das stimmt fast nicht. Oh oh. Naja. Schaffen wir noch? Ja, locker. Locker. Okay, irgendwas haben wir hier übersehen. Kann das sein? Hm. Aber was? Kommt man da hoch? Gute Frage. Hm. Also irgendwas ist doch hier. Kommt da aber nicht drauf. Tja. Komisch. Hier ist auch nichts irgendwie, was wir übersehen haben. Teilweise Löcher hier in den Wänden. Okay. Ich glaube langsam auch, dass das, was wir da gesehen haben, auch so ein Loch ist. Kann das sein? Hm. Hier geht's auch nicht weiter, richtig? Hm. Ist
ihr, was wir jetzt mal ausprobieren? Ich mag die Dinger ja eigentlich gar nicht. Wo haben wir's? Da, Katze. Machen wir es mal hier. Ich glaube, hier ist das jetzt echt ganz sinnig. Können wir nämlich ein bisschen besser die Konturen sehen. Auf jeden Fall. Hilfreich ist das jetzt aber auch nicht wirklich. Also hier geht es auf jeden Fall hoch. Na? Doch nicht? Irgendwie nicht, ne? Ne. Das scheint wohl wirklich ein Loch zu sein, einfach nur. Na toll, haben sie mich damit jetzt gefoppt. Und das ohne, dass sie es wollen. Aber was soll denn das hier? Ich verstehe das noch nicht so ganz, wie man da rankommen soll. Ha. Tja. Man müsste doch irgendwie da oben ran. Wie ich es mir schon mal gedacht habe. Na gut, dann müssen wir mal irgendwie versuchen, uns da hochzukämpfen. Weil hier rutscht man doch quasi falsch ab. Scheiße. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Da sind wir wieder. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Da hat er irgendwie gerade ein bisschen rumgespaggert. Naja, egal. Hier sind wir auf jeden Fall wieder. Frisch gestorben und so. Sniff. Naja. Aber irgendwie klappt das doch nicht. Moment mal, was ist? Sind wir hier überhaupt richtig? Na toll, wir sind hier gar nicht richtig. Da ist der Eingang. Narf. Toll, jetzt sind wir in einer falschen Höhle gewesen. Und ich wundere mich schon. Das kam mir irgendwie auch nicht so bekannt vor. Na komm. Komm schon, Plätze. Mir war schon so, als wenn das nicht das richtige Ding wäre. Aber gut. Moment mal. Was ist denn hier hin? Durchgang oder was ist das hier? Scheint so. Wo geht's da hin? Egal. Erstmal hier rum. Ich glaube, hier sind wir richtig soweit. Nicht so schnell, Plätze. Gucken wir mal. Oh, diese Katze ist echt anstrengend für die Augen. Muss ich mal so sagen. Ist ja eigentlich... Ja, hier waren wir doch schon mal, genau. Ist ja eigentlich kein Schnellreisepunkt. Das hat mich schon mal gewundert. Bin ich der Meinung. Hier gibt's wohl keinen. Nö. Hier nicht. Da auch nicht. Ein Schnellreisepunkt. Das ist natürlich blöd. Na gut. Das ist echt schade. Ist irgendwie so ein Totem oder so. Okay, da oben irgendwo ist der Eingang. Ich sehe ihn schon. Oh. Da wollen wir gar nicht hin. Ja, da oben. Da so. Genau, da ist der Eingang. Genau. Und die Tür hatten wir nicht aufgekriegt. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da brauchen wir einen Schlüssel. Die Frage ist, wofür ist der Schlüssel? Also, wenn wir jetzt wüssten, wie das hier heißen würde, dann würde er das bestimmt sagen. Was ist denn hier? Nekromantie. Das hilft nicht. Ja, vielleicht in der Hoffnung hier, dass irgendwo irgendwas ist, was uns das verraten könnte. Was wir vielleicht übersehen haben könnten. Ja, jetzt hilft uns die Katze dann doch nochmal ganz gut. Moment. Moment mal. Um,
Wie war das noch mit Löchern, wo man nichts sieht? Da speichern wir einfach und springen rein. Hui! Okay. Autsch. War vielleicht jetzt nicht ganz so schlau. Ob da noch vielleicht irgendwie eine Leiter ist oder so, die man nutzen sollte. Ich glaube, da sollten wir nochmal gucken. Und sonst vielleicht irgendwie irgendwas nehmen, was den Fallschaden verringert. Sofern wir da irgendwas haben. Das ist die Frage. So eine Leiter sehe ich jetzt nicht. Da ist eine Kante. Scheint aber auch nicht weit zu gehen. Dann lasst uns mal eben schauen, ob wir irgendwas haben, womit wir den Schaden verringern können. Das ist jetzt die Frage. Gute Frage. Haben wir da irgendwas? Bin mir gar nicht sicher. Tja. Haben wir da überhaupt irgendwas? Scheinbar nicht so richtig, Niederschlag. Was? Nee, Taumeln ist das. Ja, das ist natürlich blöd. Brechung, bla bla bla. Basis des Gewichts, Rüstung des Gegenstandes, Gewicht getragen, leichter, weniger Schaden, nee. Tja, ne? Gute Frage. Scheint aber jetzt irgendwie nicht so sein, dass wir da irgendwas ein Tischchen haben. Das finde ich blöd. Tja. Da haben wir die Sauerstoffwirkung und das Sehvermögen. Toll. Das hätten wir mal vorher sehen müssen. Ich wusste doch, irgendwas hatten wir, was fürs Tauchen gut war. Naja. Tja. Der Rest wird uns da auch nicht helfen. Tja, was machen wir denn jetzt? Die anderen Sachen werden uns da nicht helfen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Tja. Kommen wir da runter. Also was wir nochmal machen können ist... einzelne Treffer, Drittel Vitalität, bla bla bla. Ich glaube zwar nicht, dass das hilft. Weil Angriff... Wir probieren es einfach mal. Nein. Das hilft nicht wirklich. Ob wir damit Plätze vielleicht irgendwie runterkommen? Irgendwie muss man da runterkommen. Das kann ja nicht angehen. Ich frage mich nur, wie? Das ist die große Frage. Wie kommt man da runter? Wie kommt man da runter? Wo gibt es den Schlüssel? Eines der beiden Fragen muss beantwortet werden. Kann ja nicht angehen hier. Da ist noch ein bisschen Stuff. Aber kein Schlüssel. Schlüssel, wo bist du? Ali, hallo. Melde dich. Sieht auch nichts nach Schlüssel aus. Bleibt da hier auch noch hängen. Auch keine Schlüssel. Schlüssel. Ob es hier vielleicht sonst einen anderen Weg gibt. Hier so vielleicht oben dran oder so. Hier scheint man ja auch nirgends hochzukommen. Tja, ne?
gab ja einen zweiten Gang da unten. Man kann da so weit gehen. Das ist eher unwahrscheinlich. Tja. Hier sind wir bei dem Loch. Tü, 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 tü. Das hilft uns jetzt auch nicht viel. Mhm. Na gut. Dann werden wir jetzt nochmal eben... Wo war denn jetzt der Gang? Ich möchte mal bei diesem einen Gang... Wo wir irgendwo rein sind... Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, puh. Genau. Hier. Was lag da? Ah. Das sind Knete. Da auch wahrscheinlich. Jupp. Möchte ich mal in die andere Richtung gehen. Mal gucken, ob wir da irgendwie was anderes finden. Genau, hier mal rum. Okay. Jetzt sind wir über dem Loch. Toll. So einfach hätten wir es haben können. Jetzt wissen wir, wo wir da hinkommen. Was uns aber jetzt nicht weiterhilft. Hm. Was gibt's hier? Auch nur Knete. Tja. Hier wahrscheinlich auch nur. Scheint so. Hm. Ich meine, irgendwie wirkt das so, als wenn das so eine Spur ergibt. So halbwegs. Dann sind sie hier hin. Hm. Tja, und dann endet die Spur auch schon wieder. Da kommen wir so nicht weiter. Tja. Sollten wir vielleicht nochmal da drüben hin. Hallo? Auf die rechte Flanke. Ah, und ich muss auf jeden Fall Katze mal wieder ausmachen. Das nervt auf Dauer echt. Das ist wirklich anstrengend. Straße zum... Ach, guck mal. Schon haben wir einen Wegpunkt. Schon haben wir einen Wegpunkt. Können wir uns ja nochmal kurz umschauen. Aber hier ist auch nichts. Okay. Was haben wir hier? Waren wir hier schon mal? Kommt mir der Wegpunkt nicht bekannt vor. Nee, den hatten wir definitiv nicht. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Tja. Aber so richtig wirklich was zu sein scheint hier auch nicht. Was ist denn das jetzt hier für ein Dorf? Hm. Irgendwas muss doch hier sein. Das kann doch nicht angehen. Ah, hier haben wir auch schon alles so weit abgeguckt. Ich bin eigentlich ziemlich sicher. Sieht auf jeden Fall schwer danach aus. Hm. Haben wir den Wegpunkt doch schon? Kann natürlich sein. Wirkt auf jeden Fall so. Es wirkt vor allen Dingen auch so, als wenn hier nichts wäre. Hm. Tja. Was soll ich dazu sorgen? Ich glaube nicht, dass wir hier so ans Ziel kommen werden. Wo geht's hier hin? Ah, hier geht's jetzt zu der Mine. Tja. Sind aber auch irgendwelche Zeichen, das später noch irgendwas zu bedeuten hat für eine Quest. Tja, tja, tja. Gute Frage. Wisst ihr was? Ich werde hier einfach mal eine kurze Pause einschieben und werde dann einfach mal gucken kurz. Mich interessiert das jetzt. Weil das macht mich schon irgendwie ein bisschen kirre, dass wir da nicht reinkommen. Aber wir werden vorher nochmal eben einmal unseren Honig nehmen.
Und dann auch noch mal eben einmal ganz kurz ein bisschen meditieren. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich dann die Infos reingeholt habe. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ja, jetzt habe ich rausgefunden, wir haben hier absolut noch gar nichts zu suchen. Ja, hat ein bisschen was mit der Hauptquest zu tun, so wie ich das verstanden habe. Ich habe jetzt auch nicht allzu viel versucht zu lesen, um mich auch nicht zu spoilern groß. Aber ein bisschen habe ich, glaube ich, leider doch, ja, gelesen. Egal, ich versuche das jetzt einfach so weitgehend zu vergessen. Auf jeden Fall werden wir hier irgendwann nochmal hinkommen. Gut, so, also Schnellreisepunkt. Einmal zum Schnellreisepunkt, bitte. Und dann sollten wir uns jetzt einfach mal überlegen, was wir jetzt genau tun werden. Wo wir jetzt genau hinwollen. Ja, wobei, wir haben ja gesagt, wir wollten zum Kaiser, nach Vizima. Dann sollten wir das auch tun. Der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So. Dann lasst uns mal schauen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir hier jetzt irgendwie irgendwo groß was machen können, aber ich glaube... Nö, eigentlich können wir direkt zum Kaiser. So. Guten Tag. Na, der Herr? Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Ker Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Das bezweifle ich. Die wilde Jagd ist nicht mit temerischen Schildträgern oder lyrianischen Bogenschützen zu vergleichen. Sich ihr hier zu stellen, würde Vizima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Ker Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich. Wenn sie es möchte. Das war jetzt nicht gerade sehr erfolgreich. Tja. Mit wem sprechen wir denn mal? Das wäre jetzt quasi die skellige Seite. Oh, guck mal, da hat sich eine Quest aufgetan. Da gehen wir doch nochmal rüber. Gucken wir nochmal eben hier. Wegen Quest. Da wird noch einer angezeigt. Ja, weil er nicht umschaltet, der Depp. Müssen wir einmal manuell umschalten. Komm schon. Skellige. Ja, Ceres ist auch Skellige, ist klar. Steht doch da, Waffenbrüder Skellige, Waffenbrüder Novigrad. Ich bin ja auch ein Horst. War selber schuld. Also erstmal Novigrad. Zoltan. Nehmen wir erstmal Dijkstra, würde ich sagen. Aber erstmal zur Quest rüber. Gucken mal, ob er da was von uns will. Und vor allen Dingen, ob wir da nochmal was abstauben können. Sind wir da richtig? Ich will mich jetzt hier nicht verlaufen. Ne. Da unten sollten wir lang. Hier. Das sieht schon besser aus. Wer will denn da was von uns? Aha. Der Adlige. Gwind! Ist das dein Ernst? Das ist alles?
Bis dann. Nee. Ja, jetzt kein Bock drauf. Ich meine, ist ja gut zu wissen, dass hier noch ein Gwent-Spiel ist, aber... Ja, Gwent, mir egal. Ich mag das nicht. Ich habe da keine Lust drauf. So, Novigrad, Dijkstra. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Jojo. Kennen wir ja noch gar nicht. Nein, haben wir noch nie gehört, den Text. So. Ab zu Dijkstra. Da bin ich ja mal gespannt, was der uns da erzählen wird. Humptidum. Aber ich glaube, wir werden noch mal einmal kurz die Karte angucken. Hä? Wieso sollen wir denn jetzt... Ach so. Zoltan, ja klar. Und da ist der Dings, der Rebellenführer. Ja, aber das scheint sich ja jetzt nichts geändert zu haben. Dann... Ist ja gut. Okay. Was ist das? Keine Ahnung mehr. Nö. Alles klar. Ab zu Dijkstra. Ja, Plätzer, kommst du zu mir? Schaffst du das? Nee, hast mal wieder keine Lust. Dann leck mir doch die Füße. Können wir auch zu Fuß hin. So. Ist er da drin? Scheint so. Nö? Nee? Ach nee, das ist ja ein unteren Viertel. Nö. Nee. Der ist ja im unteren Viertel. Aha. Und nochmal einmal ganz rum. Ah, okay. Das ging ja noch. Das ging ja wirklich noch. Ich dachte, wir müssen jetzt nochmal einmal ganz runter. Aber so passt das dann ja noch. So, Dijkstra. Guten Tag. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? I need a help. Huch, was? Es überrascht mich, dass du immer noch in der Politik herumrührst. Ist doch ganz einfach, Geralt. Redaniens Schicksal kann mir nicht gleichgültig sein. Nenn es patriotische Sorge. Ach, aus Sorge willst du Radovid kalt machen? Ich denke oft an das Land und seine Zukunft. Und mir wird immer klarer, dass Redanien keine Zukunft hat, solange Radovid auf dem Thron sitzt. Na, ob wir da überhaupt noch was von mitkriegen? Schauen wir mal. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Na toll. Jetzt rächt sich das. Jetzt rächt sich das alles so ein bisschen, ne? Nicht schon. Naja. Leck mich, sag ich da nur, leck mich. Mann, obwohl wir haben ihm doch geholfen gehabt. Was will er denn eigentlich? Naja. Komm, jetzt lass mich da auf den Gaul auf. Na gut, dann ab zu Zoltorn. Grummel, Grummel, Grummel. Ah, passt ja. Können wir nochmal Geld tauschen gehen? Ah, Dijkstra, du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Egal. Wir müssen das dann halt ohne ihn hinkriegen. So, einmal umtauschen bitte. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Dankeschön. Kling, kling, kling. Ja,
Das ist doch ganz gut. Aber wir sind jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Dann werden wir mit Zoltan und Roch oder Roche oder wie auch immer der heißt, in der nächsten Folge sprechen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal.